Reich der 1000 Inseln, so wird Indonesien oft genannt. Tatsächlich besteht der südostasiatische Staat aus mehr als 17.000 Inseln, von denen etwa 6.000 besiedelt sind. Der Inselstaat erstreckt sich von Ost nach West über rund 5.100 Kilometer. Von Nord nach Süd sind es fast 1.900 Kilometer. Der Raum des heutigen Indonesiens besaß schon immer eine wichtige Brückenfunktion. Er verbindet den asiatischen mit dem australischen Kontinent und den indischen mit dem Pazifischen Ozean. Durch die Globalisierung hat der jahrhundertealte Handelsweg zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Riesige Frachtschiffe gibt es hier fast überall. Mit über 260 Millionen Einwohnern stellt Indonesien heute die viertgrößte Nation der Erde. Das indonesische Archipel ist Teil des zirkumpazifischen Feuerrings. Von Sumatra im Westen über Java bis nach Timor im Osten prägen rund 150 aktive Vulkane die Landschaft. Sie bergen große Gefahren für die Bevölkerung. Eruptionen mit Aschewolken, Schlammlawinen und Lavaströme reichen bis weit ins Umland hinein.